Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Jedi Fallen Order. Hier kommt Wasser rein. War es gerade auch schon hier? Ich weiß es nicht. Im letzten Part haben wir die Eishöhle hier bezogen. Och nee. Och, müssen wir jetzt echt wieder runter? Ist nicht euer Ernst. Och nee. Ich will langsam mal wieder hier mit der Mantis fliegen. Ich will doch zu Mantis. Wieso soll ich da jetzt hier wieder runter? Och man, ihr könnt euch auch nicht entscheiden, oder? Ich weiß es nicht. So, wir sind jetzt wieder hier. Oh nee, die sind alle hier wieder. Ja, ja, lass mich mal. Ich versuche jetzt den Weg nach Hause zu finden. Aber der ist schwerer als gedacht. Oh, der ist auch wieder da. Ja, ja, lass mich mal. Versuch doch nur nach Hause zu kommen. Hä? Hä? Wie komme ich nach Hause? Da ist noch eine Wand, die wir einstürzen könnten. Junge, Junge. Wo ist denn die Mantis überhaupt? Da, die ist da hinten. Hier wären wir fast zu Hause gewesen. Also müssten wir mit der da fahren. Warte. Müssten wir mit der da irgendwie fahren. Aber da sind wir schon einmal mitgefahren. Haben wir das nicht gesehen? Warte. Wo war die Map hier nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, da. Hier sind wir. So, wenn wir jetzt hier durchgehen. Dann ist da. Aber das ist, glaube ich, zu weit oben. Außerdem ist die Mantis ganz woanders. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich nochmal irgendwie runter. Mit der fahren. Dann ist da eine Tür, die wir aber nicht aufbekommen. Oder ich hab's nicht probiert. Nee, die Tür, die haben wir nicht aufbekommen. Müssen wir den Weg gehen. Junge, Junge, ist das kompliziert, ey. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Wie kämen wir denn da hin? Wie kommt man da hin? Also hier müssten wir irgendwie reinkommen. Okay, wir gucken mal. Hier muss gleich links irgendwo eine Tür sein. Ah, da hinten. Komm, laufen wir mal ganz, ganz schnell. Oh Gott. Aua. Was ist das? Ach so, Luftding. Okay. Oh Gott, es ruckelt. Bisschen. Kommt der Ort mir hier bekannt vor? Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich war hier schon mal, oder? Kann das sein? Kann möglich sein. Wie komme ich denn jetzt zum Mantis? Wir sind hier. Das hört sich nicht gut an. Müssten hierher, glaube ich. Ja, wir müssten
Da müsste irgendwo. Da ist ja dieses Gitter, da müssen wir rüber. Wie kommst du denn hierher? Ja, sorry, ich kann gerade nicht. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Ich fasse es nicht. Hat sich so richtig angefühlt. Dann kommen wir hier, okay. Dann versuchen wir hier hochzukommen. Auch wenn wir wissen, hier ist eigentlich alles voller Eis. Gott. Was ist denn die ganze Zeit hier? Schieß! Aua! Ich kriege ihn nicht! Ich schaff das! Ich kann nicht mehr kämpfen! Oh Gott, ich will meine andere Waffe! Okay, warte. Wir könnten die Tür hier nutzen. Aber ich glaube, da muss ich erstmal hier nochmal nachgucken. Wenn wir die Tür, dann kommen wir hier. Ja. Ja. Das sieht tatsächlich gut aus. Sieht gut aus. Wir nehmen den Weg. Ah, hier. Ja, hier waren wir schon mal. Oh Gott, Leute, ey. Wir hätten bestimmt irgendwie die Abkürzung da nehmen können, aber ich weiß ja nicht, wie man... Links oder rechts? Ich würde sagen... Links. Ja, gehen wir links her. Ich weiß einfach nicht, wie man da hingekommen wäre. Okay. Wir speichern hier sicherheitshalber nochmal. Und dass niemand den Zephyr da unsere Mantis da gefunden hat. Die ist so da einfach an einem stinknormalen Flugplatz. Das ist auch strange, oder? Ein Eindringling! Ich werde tun, was ich kann. Ich will hier nicht sterben. Ja, ich auch nicht. Aber ihr dürftet doch überhaupt keine Gefühle haben. Nur die Bad Bitch hat, glaube ich, naja, etwas andere Gefühle. Komme ich denn hier rüber überhaupt? Ich war schon so lange nicht mehr hier. Kann man bestimmt irgendwo hochklettern. Ah, hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das so der Weg ist. Aber es hat sich schon a little bit richtig angefühlt. Wieder einfach die Hälfte des Lebens weg gehabt hat, als ich ihn weggeschubst habe. Hihihihi. Komm da runter! Ja, ich komme doch. Zu dir! Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Wir müssen... da hinten hin. Vielleicht nur ein Droide. Ja, nur ein Droide. Ah, cool. Wir haben beide getroffen. Willst du das hier übernehmen? Nicht nachlassen! So. Mein Gott, ey, lasst mich doch einfach mal hier spielen, ja? Oh Gott, da ist ja noch einer. So, jetzt aber. Ich muss hier weiter, Leute. Ich muss leider... Ist das richtig? Nee. Ah, warte. Hier. Hier könnte ich hoch. Aber... Kann ich da doch dran springen? Weiß nicht. Also einladen sieht's ja aus. Ich bin mir nicht sicher.
Nee. Oh Gott. Als ob ich da jetzt nicht herkomme. Her kann. Da. Da müsste ein Tor sein. Da könnten wir es probieren. Gehen wir da mal gucken. Ist da oben wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, lass mich mal. Bitte, ich versuche gerade hier hochzukommen. Ich bleib kurz zurück. Oh, cool. Okay, wir haben den ersten Angriff von hinten geschafft. Kann ich hier hoch? Gott, ey. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten komme ich, glaube ich, hoch. Oh, ein Sprintangriff war das. Ach so. So. Wir. Ja. Oh, ja. Wir kommen, glaube ich, nach Hause. Ach, erstmal speichern, ey. Der Weg war kompliziert. Uiuiuiuiui. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter. Durchhalten. Komme! Oh Gott, müssen wir jetzt gegen den da kämpfen, oder was? Was ist das denn? Ah, Bombis! Bombis! Oh Gott. Hallo. Ah, ah, ah. Oh Gott. Komm, wir haben dich. Sehr gut. Hier kann's gehen. Ah, das ist ein Pilot. Oh Gott. Schnell rein mit mir. Schnell rein. Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Servo-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Servo zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Der ist ja sehr begeistert. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren. Wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen.
Okay. Ob jetzt der Padawan wirklich gestorben ist, habe ich keine Ahnung. Aber ist schon ein bisschen seltsam alles. Alles ein bisschen seltsam. Okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier zum Speicherpunkt. Denn wir können ja neue Fähigkeitenpunkt ausgeben, ne? Sind wir eigentlich schon losgeflogen? Ich habe keine Ahnung. Erstmal ausruhen. Ne, wir hätten erst den Fähigkeitenbaum machen müssen. Ich wollte das mit dem Verlangsamen machen. Dass er alle verlangsamen kann. Ist nämlich ganz praktisch, denke ich. Jetzt habe ich schon wieder nicht ausruhen gemacht, ne? Ist egal. Ist egal. So, wir gucken mal eben an, was wir für neue Hülsen und sowas haben. Farbe bleibt. Sender haben wir auch nichts Neues, wie ich sehe. Hier müssten wir aber eigentlich was Neues haben, ne? Magnus. War das der? Ah, das ist Magnus. Okay, das sieht cool aus. Lassen wir auch so. Ja. Hülse. Ne, ich weiß nicht, ob Magnus neu war. Ich glaube nicht. Die gefällt mir sehr. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Oh, das sieht gut aus. Das hier. Sieht echt gut aus. Okay, das hatten wir. Und Material. Meine ich, hätten wir auch was Neues gehabt. Muss ja nicht so gold. Ja, so silvianisches Eisen. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Oh, oder Durastahl. Durastahl gefällt mir noch mehr. Oh, sehr schön. Oh, schönes Schwertchen. Herr Kerl. Herr Kerl. So, da können wir eigentlich direkt nochmal speichern, ne? Weil das so schön ist. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir reisen jetzt noch zu Kashyyyk und dann beenden wir auch schon den Part für heute. Dann geht's im nächsten Part los. Vor uns liegt eine lange Reise. Also ich würde die Pflanze. Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Ich glaube an die Sache. Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Ich habe sie, glaube ich, angelogen. In Wahrheit habe ich doch noch leichte Zweifel an der Geschichte von dir. Neue Samen gepflanzt. Oh, cool. Stimmt. Haben wir, glaube ich, direkt am Anfang, als wir den Planeten entdeckt haben, gefunden, meine ich. Ja, du und ich, wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Dementis und Grease, jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracca. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Wow. Toll. Toll, danke. Okay. Wie wir hier immer noch stehen? Da stellt mich die Frage, wie kam der Kampfroboter hier hin? Hä? Und wieso fliegen wir nicht, wenn die schon auf der Suche nach uns sind? Das ist ja hier was. Dieser Tramverein. Als nächstes hier. Geht's nach Kashyyyk. Hier ist Kashyyyk. Bugando waren wir da schon mal, ne? Zepho auch. Datumir auch. Okay. Dann geht's das nächste Mal hier hin. Beziehungsweise da können wir ja schon mal hinfliegen. Dann können wir im nächsten Part direkt starten. Ich bin zuletzt auf der Weltraumakademie auf Lateron, wo ich Jahrgangsbester war. Ich wusste gar nicht, dass Lateron eine Akademie hat. Ja, die war neu. Damals. Sie sind wahrscheinlich nicht allzu oft in der Gegend. Worin wurden Sie ausgebildet? Alles. Jäger, Frachter, Kurzstrecke, Langstrecke, das volle Programm. Meine Loopings waren die wildesten von allen. Sie sind mit Frachtern Loopings geflogen? Naja, eher Kurven, mehr durfte ich ja nicht. Trotzdem war ich richtig gut. Sie hätten mich mal sehen sollen.
Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ja, ich bin da. Oh Gott. Wow. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Oh Gott. Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Okay. Schöner Planet auf jeden Fall. Oh, echt schön. Na, die Ansicht jetzt nicht so. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Aber sonst sieht's schön aus. Oh, der Baum ist schön. Habe ich auch mal ein Foto. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Ich muss speichern. Speichern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tust du am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Wuhu! Okay. Ich glaube, das ist dieses Demo-Gebiet gewesen, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine schon. Bist du bereit dafür? Ich würde gerne speichern. Oh. Mann! Mann, ich wollte nicht weiterspielen. Leute, ne? Wir machen das nächste Mal. Wir machen das nächste Mal, ne? Das war's auf jeden Fall für heute, ja? Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Bis dann, euer Kamitor 3 und ciao!